Guten Morgen! Viele von uns werden die Redewendung Wissen ist Macht kennen, aber um diesem Satz wirklich zustimmen zu können, müssen wir das Wort Wissen spezifizieren. Da gibt es wahrheitsgemäßes Wissen und Wissen, was nur dem Anschein nach wahrheitsgemäß ist. Ihr werdet sicher genug Beispiele kennen, wo es zwei Parteien gibt, die über ein und dieselbe Sache reden und beide ihre Argumente auf Wissen fußen. Aber nur das Wissen einer Partei kann wahrheitsgemäßes Wissen sein, zumindest dann, wenn die Ansichten konträrer Natur sind. Aber beide Parteien fühlen sich gestärkt durch Wissen und in einer Art und Weise dem anderen überlegen, die auch oft in einer Arroganz zu erkennen ist. Aber eine Überlegenheit von beiden ist Illusion und man sollte auch immer die Möglichkeit betrachten, dass man selber derjenige ist, auf dessen Seite die Illusion mitspielt. Aber wie dem auch sei, eine der beiden Parteien ist es definitiv immer. Es kommt also darauf an, wahrheitsgemäßes Wissen zu besitzen, denn mit diesem Wissen kann man seine Ziele und seine Wünsche, die man hat, vorantreiben. Auf die Ernährung und die Gesundheit bezogen kann falsches Wissen sogar krank machen und wahrheitsgemäßes im Einklang mit der Natur stehendes Wissen entsprechend gesund. Das ist der erste Punkt. Wir müssen versuchen, wahrheitsgemäßes Wissen zu bekommen. Der zweite Punkt ist, dass wir das wahrheitsgemäße Wissen auch anwenden können, indem wir es verstehen. Und wirklich verstehen kann man nur etwas, was man erfährt. Das bedeutet, dass nur jemand ein Wissen weitergeben kann, der es selber auch verstanden und erfahren hat. Das klingt trivial, aber schaut euch doch mal die Ernährungsexperten an. Wie kann ich jemandem eine Ernährung empfehlen, wenn ich selber fett bin? Wie kann ich über gesunde Nahrung aufklären, wenn ich selber ungesund esse? Das kann zweifelsohne Wissen darstellen, was eventuell auch wirklich wahrheitsgemäßes Wissen sein sollte. Aber wirklich wissen kann derjenige es nicht, ob dieses Wissen wahrheitsgemäß ist. Er kann nach bestem Willen oder nach bestem Wissen und Gewissen und in guter Absicht handeln und erklären, dass er zum Beispiel zu schwach ist, diese Ernährungstipps umzusetzen, aber er kann es nicht wissen. Denn der Wahrheitsgehalt von Wissen kann man nur durch reale Erfahrung verifizieren. Das bedeutet, in erster Instanz müssen wir uns bemühen, wahrheitsgemäßes Wissen zu beschaffen aus einer vertrauenswürdigen Quelle. Und in einem zweiten Schritt müssen wir dieses Wissen anhand der eigenen Praxis evaluieren. Wenn dieses Wissen dann zum richtigen Ergebnis führt, dann und erst dann kann man wirklich von Wissen sprechen. Und dann ist das natürlich tatsächlich Macht. Und von demjenigen, der dieses Wissen erarbeitet und angewendet hat, von demjenigen kann dieses wahrheitsgemäße Wissen dann auch weitergegeben werden. Und wir als derjenige, der auf der Suche nach Wissen ist, wir können dieses Wissen empfangen. Was ist aber die Realität? Viel Wissen wird passiv durch die Medien aufgenommen und als Wissen abgespeichert und unterliegt gar nicht einer aktiven Suche. Und entsprechend bei nächster Gelegenheit als Wissen in einer Diskussion auf den Tisch gebracht, ohne damals aktiv danach gesucht und es quasi nur beiläufig abgespeichert zu haben, wird es oftmals mit emotionalen Wurf und Elan zum Besten gegeben. Und je nachdem, wer dieses Wissen von sich gibt, und dabei zählt in unserer Medienlandschaft weniger die Fachkompetenz als die Reichweite, das Charisma oder die Abonnentenzahl eines YouTube-Kanals. Entsprechend wird das Wissen dann in unserer Gesellschaft verankert. Gerade im Bereich der Ernährung ist es fatal, wie wenig Wissende
tatsächlich in der Position sind, die Massen zu informieren und auch positiv zu manipulieren. Und im Gegenzug, was für Ernährungsexperten in den Massenmedien auftauchen. Noch einmal, es gibt viel Wissen, aber nur ein wahrheitsgemäßes Wissen im Sinne der Zielerreichung. Da ist es wichtig, wenn man wirklich wahrheitsgemäßes Wissen erarbeiten möchte und nicht nur das Wissen, was zu seinem eigenen Lebensstil am besten passt und wo man sich am wenigsten verändern muss, aktiv und in idealer Weise mehreren Quellen zu suchen. Das bedeutet, in Büchern von Menschen, die dieses Wissen erfahren haben, YouTube-Kanäle von Menschen, die dieses Wissen erfahren haben, aktuelle Forschungen, die dieses Wissen anwenden und analog entsprechende Studien. Bitte lasst Euch nicht auf Diskussionen mit Menschen ein, die ein Wissen nicht erfahren haben, die es nur studiert haben oder irgendwo erfahren haben, also erfahren im Sinne von gehört und die theoretisch darüber Bescheid wissen, aber sich nicht praktisch damit auseinandergesetzt haben. Letztlich ist in der Ernährung das wahrheitsgemäße Wissen des einen auch nicht zwangsläufig das wahrheitsgemäße Wissen des anderen. Da gewisse Dinge, zum Beispiel der Anteil an Süßspeisen oder an besonders scharfen Mahlzeiten, komplett unterschiedlich auf den entsprechenden Organismus wirken kann. Weiterhin kann selbst das wahrheitsgemäßeste Wissen, was ein Mensch für sich formulieren kann und auch damit denken kann, nie ein Wissen sein, was komplett, also zu 100% der Wahrheit entspricht, auch wenn es wirklich ein Wissen ist, was nur auf sich selber bezogen ist. Da der Mensch aufgrund der Funktionsweise des Gehirns immer pauschalisiert, zusammenfasst und das Denken quasi in Muster quetschen muss. Das geht gar nicht anders bei unserem Gehirn. Oder um es kurz zu sagen, der Mensch ist einfach, wenn es darum geht, Dinge der Natur zu erklären, einfach zu dumm, um diese wirklich wahrheitsgemäß im Sinne von 100% zu erfassen oder nicht detailreich. Nur möchten wir zum einen das uns nicht jeden Tag sagen, weil unser Ego sich dann ja persönlich angegriffen fühlt, und zum anderen demotiviert den ein oder anderen das natürlich auch, nie wirklich die Wahrheit im Bereich des Denkens erfahren zu können. Daher meine Empfehlung an Euch, sucht aktiv nach Wissen von Menschen, die dieses Wissen auch leben und ja auch erfahren haben, und nutzt mehrere Quellen und nehmt keine Quellen ernst, wo Menschen von etwas reden, was sie eben selber noch nicht erfahren haben. Beispiele gefällig. Wie schon erwähnt, ungesund aussehende Menschen, die Euch gegenüber sehr bestimmt auftreten und Euch erklären wollen, wie man sich gesund ernährt. Ganz praktisches Beispiel. Kritiker des politischen Systems, die noch nie Politiker waren. Menschen, die über eine Ernährungsform reden, ohne diese selbst jahrelang praktiziert zu haben und auch entsprechend die Langzeitwirkung selber an sich gesehen zu haben. Verschwörungstheoretiker, die noch nie an einer Verschwörung partizipiert haben und überhaupt nicht verstehen, warum vieles nicht funktionieren kann, was sie denken, dass es funktioniert. Also Menschen, die sich ein Wissen angeeignet haben über Dinge, die ihnen klar erscheinen und ohne Zweifel wahr sein müssen, aber eben diese nicht tatsächlich schon erlebt zu haben. Das sind Menschen, die einfach nur ein sehr, sehr starkes Ego haben und es auch schaffen, Wissen als wahrheitsgemäß darzustellen. Was gar nicht so schwer ist, dank unseres Gehirns und des Quetschen in Muster. Und sie glauben auch daran, aber fallt da nicht drauf rein. Wahrheitsgemäßes Wissen ist meist unspektakulär und die Wissenden sind in allererster Linie nach meiner Erfahrung wenig fanatisch, weil sie eben wissen und das ihnen auch eine Souveränität gibt. Wer wirklich weiß, der muss nicht rumflattern und die Leute krampfhaft überzeugen und auch immer wieder darauf hinweisen, wie sehr man Recht hat und dass man doch endlich aufhören soll, so unwissend zu sein. Auch fehlen solchen ja, verblendeten Personen meist jegliche Demut vor der bereits eingangs erwähnten Begrenztheit des menschlichen Denkens. Jemand, der wirklich weiß, der lässt das Wissen einfach die Arbeit machen und stellt sich in den Dienst des Wissens.
und verleiht dem Wissen maximal so einfach so eine praktische, greifbare und sichtbare Hülle. Ich hoffe, ich konnte euch etwas animieren, über euer Wissen nachzudenken und auch kritisch gegenüber den vielen Wissensquellen gerade hier auf YouTube zu bleiben. Dazu zählt mein Kanal genauso wie jeder andere Kanal auch. Wer aber immer noch nicht genug von Wissen bekommen kann, den verweise ich auf mein Inhaltsstoffe der Brötchen Video oder anders ausgedrückt, wie das Brötchen seine Unschuld verlor. Und ja, und wem lieber auf etwas Seichteres zumute ist, dem lege ich nochmal mein Lied für eine bessere Welt ans Herz. Das findet ihr hier unten. Ansonsten freue ich mich wie immer über eine Rückmeldung zu dem Video, wenn ihr euch das Video angeschaut habt, per Daumen, per Kommentar und natürlich auch wenn ihr dauerhaft zu uns stoßen wollt, einfach den Kanal abonnieren. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann morgen in aller Frische zum Wochenstart wieder. Macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.